Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, Sie fahren Ihre Fahrzeuge irgendwo jetzt beiseite. Oder wir machen oder das. Oder wir machen das. Nein, liegen bleiben, mein Kollege wird Mach du das? Mach du das? Ich halte Sie in Schacht. Weil das ist realistischer, wenn ich die Autos wegfahre. Legen Sie sich bitte nochmal auf den Boden. Danke. Ich hoffe, ich rahme keinen Baum, das wäre ein bisschen peinlich. Ja, ja. Mit so einem anderen Auto. Ich stelle es einfach hier beiseite. Das Geländewagen, das klaut hier keiner. Achso, ich kann nicht abschließen. Ich verbinde Ihnen jetzt mal roleplay-mäßig die Augen. Wem gehört das eine Auto hier? Eine Auto ja, hier? Bitte mal aufstehen, bitte mal aufstehen. Gut. Hier kommt wieder ein Auto. Sag, ich soll aufstehen, wenn ein Auto, anderes Auto kommt. Sag das. Dann sieht es nicht so aus wie eine Eisenhammer. Wenn ein anderes Auto kommt, bitte einmal aufstehen dann, aber noch gerade kommt keins. Okay. Okay, gut. Ich habe unten die rote Kette, gell? Die rote Kette? Ja, wenn das wieder abkackt. Geschlossen? Ich... Nee, offen. Dann ist alles... Okay. Wenn sie geschlossen ist, dann ist es weg. Ja, es kommt ein Auto. Bitte einmal aufstehen. Und du sollst die Waffe ein bisschen runter senken. Ja. Am besten hier dahinter hinstellen. Ich sag, sie sollen hinter die Plane gehen. Wollen wir die auch noch mitnehmen? Hinter die Plane, bitte. Bist du vorne bei dem Auto, oder was? Nein, ich bin hinter dir. Gut, pass auf, ich gehe zu den anderen Leuten da. Willst du dir auch was rauben? Das wäre geil. Nein, der fährt schon weg, der hat schon zu viel Schiss. Gut, der ist weggefahren, ja, ja. Das wäre echt cool. Okay, meine herten Kollegen, dann steigen wir jetzt mal gleich ins Fahrzeug ein und ja, kommst mit. Schön. Kannst du bitte fahren, weil ich und meine Fahrkünste kannst ja vergessen. Mach mal auf. Ich glaube, ja, warte, ich bin ja schon da. Du Squad. Sag, ich soll hinten einsteigen. Bitte hinten einsteigen. Das geht trotzdem, kannst du mir glauben. Der Tarn wird die auch. Das geht auch mit dem Quad, bitte einmal hinten einsteigen. Geil, vertrauen dann Sie hätten uns. Die gar nicht gesehen, gell? Ja. Ich hab das Quad. Ist okay, oder? Das ist ein bisschen auffällig. Alter. Ja, das ist okay so. Ich als Fahrer. Jetzt hupt er bestimmt. Alter, da vorne ist noch einer. Ich war ja das halt voll. Er ist auf dem Quattro. Beste Geiselnahme. Ja, mach Licht an. Achso, nur so als Info. Er hat das Licht an, gell? Nimmst du wieder auf? Ja. Das ist schön. Das waren die, glaube ich. Achso, ich bin der Ripgammer. Hier kommt ein Auto. Das war ja eine Fail-Aufnahme. Ach ja, stimmt. Die Aufnahme war ja nix. Ja. Wo willst du denn hin am besten? Jetzt versuchen wir mal lebend zu den Ölhaus zu kommen. Mhm. Ohne das Auto abkratzt. Ja bitte, es ist mein Auto diesmal. Ja, aber das ist nicht so schnell, damit wird das wahrscheinlich nicht passieren. Es sind doch beide da, ja, ne? Ja. Also, ich glaube nicht, dass sie ausspringen wollen. Dann sind sie wahrscheinlich tot. Du kannst ja mal abschließen, das wäre. Wie mache ich das? Mit U. U? Ja. Einfach nur U? Ja. Gut. Gut. Jetzt können sie dich abschließen. Hast du denn gesagt, dass du Replay-technisch das Handy weggenommen hast? Achso, nee, scheiße. Ich habe nur gesagt, Replay-technisch habe ich denn die Binde aufgesetzt. Oh, das ist schön. Naja, okay, dann können sie auch nicht telefonieren. Nummer wesentlich. Ja, ja. Blind. Genau. Und der eine sitzt eher auf dem Quad, der hat die Hände. Hey, der Truck sieht echt cool aus mit den LEDs auch vorne dran. So, ich hoffe, diesmal glückt uns das hier. Ja, ey. Ich glaube aber nicht, dass sie beide gleichzeitig laufen, also. Und die wollen ja auch mal wieder was. Ja, ja. Also seit 5 Minuten auf dem Server und schon eine Geiselnahme ist geil. Ich will mal eine Geiselnahmefassung, ohne dass wir sagen, dass wir was abbekommen. Ich glaube, das wird dann auch ein bisschen spannender. Weil die versuchen sich zu wehren und so. Lol, ich sehe nichts. Ich sollte vielleicht mal Nachtsichtgerät anmachen. Scheiße, mach bitte das. Ja. Ich hab's auch gleich aufgesetzt. Licht ist mir zu auffällig. Boah, wie geil das aussieht auch. Ey, ich stell mir vor, das wäre so schwarz-weiß wie jetzt. Oh. Ja, geil. Jetzt bin ich ein bisschen lauter geworden, oder? Nö. Man hätte ja das näher gerutscht.
Okay, okay. Einer von euch beiden, ich gebe einen von euch beiden das Handy zurück. Und der schreibt dann zur Polizei, dass Geisel genommen wird, dass wir für zwei Geisel 800.000 verlangen. Auf RIP Gamers Konto. Okay, verstanden. Wenn wir gleich am Ort sind, natürlich. Es wird nicht geschrieben, wo wir sind. Ich guck Replay technisch mit auf das Handy. Schade, ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig drauf aufgehen. Auf das Replay, deswegen sag ich lieber noch dazu. Ja. Ist aber auch geil, wenn der wirklich dann so ein Handy ziehen würde. So. Wie steig ich nochmal raus? Z. V. Scroll. V. Okay, dann bitte mal aussteigen. Du kannst vom Quad auch aussteigen, einfach so. Ah, hallo. Gut. Okay. Muss mein Quad abschließen. So, der Herr, dann bitte einmal in das Haus reinlaufen und keine krummen Dinger hier machen. Wie gesagt, ich habe so langsam so mal in meine wunderschöne Wohnung. Hier musst du aber nachts Geräte anmachen, gell? Ja. Ich sehe gerade mal in das obere Schloss. Setzen Sie doch mal mit N Ihr Nachtsichtgerät auf. Wenn das ein Spiel wäre, drücken Sie einfach N. Einfach mal N drücken, damit es nicht so dunkel ist. Das ist wirklich das ganz Neue in dem Spiel. Sind Sie ganz neu in dem Spiel oder nur auf dem Server? Bei Altes Live ganz neu. Ach so, okay, das ist schlimm. Gut, dann tust du dich mal in die Ecke setzen, legen, was Sie am möglichsten ist. Und einer von den beiden Das, was gesagt. Dass sie entführt werden. Und dass sofort 800.000 von RIP Game übertragen werden sollen. An die Polizei natürlich. Okay. Alter, mich hat gerade voll bei Skype so eine Werbung erschreckt, weil die voll gelb gekommen ist. So richtig gelb, grell auf dem zweiten Bildschirm. Und denken Sie dran, hier wird nicht geschrieben, wo wir uns aufhalten. Wir schauen auf Ihr Handy. Ich guck hier mit drauf. Wie heißt denn der Herr? Zivilist? Dennis, okay. Und der andere? Sehe ich nicht. Ich glaube, der eine heißt Dennis, gell? Wenn du mit dir reden musst, halt mal unten drauf achten. Brauchen Sie irgendwas, Wasser, Essen, weil wir wollen ja nicht, dass sie dann der Polizei sagen, wir hätten sie hier gefangen gehalten ohne irgendwelche Versorgung. Also wir sind schon nette Geiselnehmer. Ja, voll. Wir sind schon nette Geiselnehmer, das müssen wir wissen. Scheiße, ich habe kein Visier mehr, du. Nee, ich auch nicht. Das ist, wenn du musst sie extra nochmal abnehmen bei Relog, das ist ein bisschen blöd. Der speichert ja nicht, verstehst. Ach so. Sag dir mal, das soll uns mitteilen, wenn... Das sagen sie uns, wenn sie es geschrieben haben. Ja. Jawohl, gerade abgeschickt. Gut, der Dennis schreibt das. Essen, Trinken, bei mir sieht's gut aus. Okay, sehr gut. Alles gut bei meinem Kollegen auch. Okay. Mach mal so als Info, sobald die Polizei wirklich hier auf dieser Stelle wissen wir, dass sie in der Polizei geschrieben haben, dann werden wir sie erschießen. Sie hätten jetzt noch die Wahl, jetzt dass sie weichen. Ja, sie könnten uns auch beichten, dass wir der Polizei geschrieben haben. Nein, wir haben der Polizei geschrieben, aber nicht, dass wir hier sind. Okay, das ist schön. Ich glaube schon, dass sie nicht verraten haben, wo wir ist. Ich weiß nicht, ah ja, doch, bauen sie noch auf dem Map gucken. Ey, ich könnte ihn jetzt erschießen, ohne ihn anzugucken. Ja. Ich bin jetzt erstmal Altes und werde gleich festgenommen. Wenn die Polizei zurückschreibt, dann können sie Bescheid sagen. Habe ich das Autolicht angelassen? Das wäre ein bisschen fällig. Nein, habe ich nicht. Hast du? Nee. Alter, ist guck, draußen so hell, macht mal Nachtsicht aus. Bei so einem sympathischen Geiselnehmer. Das fühlt man sich doch wohl. Wunderschön mobiliert, genau. Mobiliert? Ja, Trauma. Mobiliert vor allen Dingen. Okay. Hallo, guten Tag. Hier können leider nicht überweisen, aber wir gerade eine Banküberfall hatten. Wo soll die Geldübergabe denn verlaufen? Das schreiben wir auf dem Ölfield, oder? Ja.
Was macht Spieler Dennis da? Bei Dennis steht's da. Bei dem nicht, wenn ich das scroll. Komisch. Okay, also die Polizei hat uns jetzt geschrieben. Wir werden jetzt weitere Maßnahmen ergreifen und lassen sie dann weiteres wissen. Weil es kann sein, dass die Polizei sagen wird, dass sie sie beide sehen möchte und... Was sagen wir noch? Und was noch? Ich hab Faden verloren. Ja. Und dass niemand versucht wegzureden, sonst wird das vorgeschossen. Und ich möchte das, oder wir beide, dass sie nicht wegrennen, weil sonst öffnen wir gleich das Feuer und dann hat die Geiselnahme auch keinen Sinn mehr. Also wenn die Polizei dann will, dass sie sie beide sieht, bitte einmal da unseren Anweisungen folgen, einfach stehen bleiben und nicht wegrennen. Okay, wir sind ganz brav. Wir sind ganz brav. Ich habe jetzt geschrieben, auf dem Ölfeld eine Person unbewaffnet. Wir haben zwei Sniper. Ja. Das muss ja nicht sein. Ein Sniper. Ich schreibe noch, wir wollen einen Heli als Fluchtmöglichkeit. Meine Kollegen fragen, ob wir denn vorsichtshalber, um euch zu unterstützen, eine Waffe bekommen würden. Nein. Kannst du gleich mal schreiben, wenn die Polizei auf euch schießt. Nein. Das wäre unlogisch. Weißt du, nein. Hallo, da gibt er mir einen Kopfschuss und ich bin weg, oder Tag, was? Ja. Nix da. Was ist immer stockdunkel, ey. So, ich hoffe, wir kriegen einen Heli. Oh wow, es sind mal drei Sunnies online. Ich habe noch geschrieben und wir wollen einen Heli als Fluchtmöglichkeit. Yeah! Boah, das ist ja mal geil. Das ist bestimmt noch nicht so vielen eingefallen. Nee. Von Heli noch zu bringen. Ich habe jetzt geschrieben, also soll jetzt eine Person unbewaffnet kommen? Genau. Okay, wir haben... Ja, können okay, ja, ich habe jetzt geschrieben, ich habe sie soll hier beim Ölfeld, hier eine Person kommen, kommt eine Heli unbewaffnet. Diese gibt uns das Geld, wir geben diese Person sie und wir nehmen dann den Heli und verschwinden. Und später überweisen wir ihnen dann den Anteil, okay? Okay, das ist gut. Okay. Ja, wenn überweist man ihm nichts. Nein, das gebe ich denen schon. Ja, ja. Für das gute Roleplay. Auch wenn sie nach einer Waffe fragen. Pff. Ja, ich gebe einfach mal eine Geisel eine Waffe. Warum auch nicht? Klar, kriegt eine Geisel eine Waffe. Ja, das ist doch voll normal, gell? Ja. Wird das Tag hinten? Nee. Kann. Doch, ein bisschen. Doch. Naja, ich setze mich mal anders hin als sonst, gell? Was das für ein Krüppelsitz? Guck dir mal das an. Geil. Doch, es wird Tag draußen, glaube ich, oder? Ja, so langsam geht die Sonne auf. Boah, das ist ja auch cool. Beste Pose. So, komm die jetzt mal. Keine Ahnung. Leg dich auch mal hin, das sieht dann cool aus. Wie denn? Wie lege ich mich so hin? Du hältst immer STRG und dann kannst du mit diesen verschiedenen WASD deine Pose verändern mit einer Waffe in der Hand. Dennis hat Hunger. Gib ihm mal was zu essen. Hat er gesagt, oder was? Er hat geschrieben, Hunger. Wie gebe ich ihm jetzt was zu essen? Verdammt. Also du drückst Z, dann drückst du auf den Gegenstand, den du ihm geben willst, gibst unten die Zahl an, da unten ist ein Name. Ja. Den willst, seinen Namen nimmst du aus, Dennis. Geben. Sind. Guck mal. Was denn? Na, wie ich jetzt ja, genau. Scheiße, warte mal, ich will ein Thumbnail machen. Genau. Ja, das wird nix. Nee, muss man einen Tag machen. Wir können nachher nochmal. Ich muss mal aufs Klo. Geh doch, ist doch gerade nichts passiert. Los. Nein, er schreibt das. Ach so. ja, Klo gibt's hier leider bei uns nicht im Haus. Das heißt, sie müssen einmal sich so entledigen, wenn es dringend ist. Stehe ich jetzt wieder normal da, oder? Nicht einfach hin. Das ist widerlich. Ach. Der Piesel, der ist echt dahin. Okay, ich mache in die Ecke. Warum redet der nicht? Ich weiß nicht, vielleicht hat kein Mike. Oder es ist nur ein TS. Ah, das kann auch sein. Was hat die Polizei geschrieben? Warte kurz. Oder haben die überhaupt mal geschrieben? Ja.
Okay, gut. So, folgendes. Einer von den beiden wird jetzt sofort auf das Ölfeld gehen. Und wird den Polizisten sagen, dass ihr beide noch am Leben seid, also dass dein Kollege auch noch am Leben ist, einer von euch beiden, der da reden kann. Okay, wir werden von euch beobachten, wenn du Bescheid sagst, dass wir hier sind, werden wir sofort deinen Kollegen das Licht ausknipsen. Okay? Okay? Okay, alles klar. Gut, dann lauf jetzt. Und gehe ich jetzt auf das Ölfeld, ja? Ja, du kannst das Quad nehmen. Und definitiv keine Vereinbarung mit den Polizisten abmachen oder so. Gut, gehst du mit ihm hin, lädst mal das Quad ab. Ich komme jetzt mit ihm mit, weil ich muss das Quad abladen. Damit er damit fahren kann, muss ich noch sagen. Und dann könntest du sich das Quad nehmen und dann damit fahren. Boah, wo hab ich denn geparkt? Scheiße. Andere Seite? Pff, fail. Halt mitten aufs Ölfeld soll er fahren, gell? Ja. Seit seinem neuen Headset kann er nicht in Games reden, sagt er. Dennis. Der Dennis. Und damit... Warte. Oh, shit. Damit fahren Sie jetzt einmal bitte direkt aufs Ölfeld. Und keine krummen Dinger hier abziehen, ist das klar? Ist klar, aber ich glaube, das ist nur abgeschlossen. Shit, ist noch abgeschlossen, gell? Ha! Du musst das scheiß Squad aufschließen! Hey! Okay, wir haben ein Problem, die wollen beide Geiseln sehen. Du musst das Squad aufschließen? Ja, wir haben ein Problem, die wollen beide Geiseln sehen. Okay, warten Sie mal, Wir müssen überlegen. Polizei, wir müssen überlegen. Kommen Sie nochmal mit, weil die wollen jetzt beide Geiseln sehen. Nein, wir schicken den jetzt dahin. Okay. Haben das Pech gehabt, der andere bestätigt. Nein, kannst du sagen, er soll doch rein. Okay. Stopp, Moment, ganz kurz, ich muss mal kurz besprechen mit meinem Kollegen. Ja, du musst das Quad aufschließen, gell? Ja, ich komm schon. Ja, aber wie machen wir das? Wir können nur eine Geisel hinschicken, sonst ist mir das zu unsicher, dass sie die Geiseln einpacken. Ja, okay, wir machen das jetzt so. Wir schicken nur eine Geisel hin, das sind sie. Weil sonst ist uns das zu unsicher, dass sie einfach eingepackt werden und die Polizei fährt und uns hochnimmt. Sie fahren dann dahin mit dem Quad direkt mitten aufs Ölfeld, sagen der Polizei, sie sind beide noch am Leben und dass wir die Kohle haben wollen und sie dann freilassen. Und keine krummen Dinger, was sonst schießen wir einen Partner mitten in den Kopf. Ist der Partner gerade aus dem Haus raus? Ja. Okay, also soll ich jetzt nur aufs Ölfeld fahren? Genau. Sind jetzt beide bei dir, ja? Und der eine bitte wieder hochgehen ins Haus. Er kann kurz hier bleiben, damit er mir jetzt nicht wegläuft. Aber das Quad ist immer noch abgeschlossen. Ja, das Quad ist offen. Das Quad ist offen. Gut. Okay, jetzt wieder schnell ins Haus rein, Schmicki, oder? Du gehst wieder ins Haus. Los. Ich habe jetzt geschrieben, eine Geisel, sonst töten wir beide. Wir schicken eine Geisel, wenn nicht, dann töten wir beide. Wo ist denn der jetzt? Ich will den sehen. Hat er uns gerade ausgetrickst? Nein, er ist ins andere Zimmer gelaufen. Okay. Du warst hier, ich muss den beobachten. Ich will nicht, dass er irgendwas zurückzieht. Was war Dennis? Achso, der kann ja nicht reden. Mein Gott, das ist doch scheiße. Wir haben doch mal so ein Badge. Ist es jetzt eigentlich Tag? Kann ich jetzt besser draußen sehen? Ja, okay. Ich sehe mit ohne Nachtsicht besser. Ja, ich im Haus noch nicht. Mein Kollege sieht keinen auf dem Ölfeld. Ja, im Moment. Er sagt, er soll da warten. Sag ihm, er soll da warten. Sag ihm, der soll da warten, bitte. Die Polizei kommt gleich. Der soll mitten auf dem Ölfeld warten, bitte. Sonst schieße ich dir in den Kopf. 2. Moment, 20 Sekunden AFK. Oh, sag mal, warum gehen denn die alle AFK hier? 2, die, jetzt wollen die wissen, wie viel Geiseln haben. 2, die, eine, besteht, die, eine. Was ist mit unserem Heli? Steht, auf, dem, Feld. Jetzt habe ich auch vergessen, den Heli nicht. Was ist mit unserem Heli? Sie wollen jetzt erstmal nur wissen, ob die Geiseln lebt. Ums Geld geht's ja noch gar nicht, verstehst du? Okay. Das finde ich not. Das ist schon mal auf jeden Fall 50 als vorhin an. Ich könnte ihn jetzt, wenn da ein Bulle stehen würde, ich könnte ihn von hier aus das Licht ausknipsen. Siehst du schon Polizei? Nein, ich sehe bis jetzt nur unsere Geisel, die da im Licht steht, was ich gut finde.
Weil wir stehen, du kannst hier von dieser Position könntest du genau drauf ziehen. Wir sind auf einer erhöhten Position, verstehst du? Ja. Aber wo sind die denn, die Bullen? Naja, die müssen sich auch erstmal absprechen. Ob was die jetzt machen, ob die jetzt versuchen, die Geiselnahme zu üben. Also ob die jetzt versuchen, auch immer noch festzunehmen oder so. Kann auch sein, dass wir noch drauf gehen werden, was sehr wahrscheinlich ist, aber. Naja. Das ist alles, bis jetzt ist es ziemlich cool. Ja, ey, die sollen sich gleich erschießen, weil das ist ja kein Roleplay, ja. In echt werden auch nicht durch eine Geisel. Ja, okay, doch eigentlich schon. Also, da wird schon was besetzt und sowas. Okay, dein Kollege soll noch warten. Wir müssen warten, was die Polizei sagt. Ich habe noch unser Licht, oder? Ja, ich schreibe jetzt, sie haben noch 5 Minuten Zeit. Und dann? Wir können die doch nicht einfach töten. Hallo, die sind so nett. Die sind so kooperativ. Okay, du sagst ihm jetzt mal. Aber der kann doch auch Druck machen bei der Polizei, oder? Du gibst ihm das Handy wieder. Er soll sofort zur Polizei rufen, dass er Hilfe braucht. Dass sein Freund, also dass er soll halt so einen Hilferuf sozusagen machen. Aber er soll trotzdem nicht unsere Position. Ja. Er soll einfach nur sagen, bitte. Ja. Er soll die Polizei bitten, dass er das macht. Okay, ich gebe dir jetzt mal Roleplay-mäßig das Handy wieder. Du bittest jetzt sofort die Polizei, also du setzt einen Hilferuf ab, aber du sagst nicht, wo du dich befindest, sondern dass die Polizei jetzt mitarbeiten soll und dass wir dich bedrohen. Hallo? Okay. Okay, also es hilft. Okay, was? Also Hilfe, Hilfe, werde bedroht oder wie soll ich schreiben? Du sagst, du sollst schreiben, Hilfe, Hilfe, werde bedroht. Bitte kooperiert mit den Geiselnehmern, sonst werde ich erschossen. Du schreibst einfach Hilfe, Hilfe, werde bedroht. Bitte kooperiert mit den Geiselnehmern, sonst werde ich erschossen. Hilfe! Hilfe, Hilfe, vor allem, Digga. Der wer schreibt bitte Hilfe, Hilfe? Ja, ja. Hilf mir! Also, wenn die Polizei nicht kooperiert, muss ich die ja umbringen. Ja, das wäre nicht scheiße. Das ist ja, sonst muss ich mit denen nicht umbringen. Okay. Wir brauchen Minimum 10. Ey, die haben Heli, die sollen mit dem Heli herkommen. Ich gebe ihnen 7. Ich sage jetzt 7 hin. Ich verstehe nicht, dass hier noch kein einziger Bulle aufgetaucht in ist, ey. 5 Min. Die abgeschrieben und gesendet. Okay, sehr gut. Die erste. Oh, ist jetzt noch nicht passiert. Ich habe jetzt einen Timer gestaltet mit meinem Handy. 5 Minuten stirbt die erste Geisel. Also jetzt nur noch 4. Was haben die Bullen noch geschrieben? Nichts. Hat dir die Polizei schon geantwortet? Ich frage ihn gerade mal. Scheiße, was machen wir, wenn die nicht kommen? Moment, sagt er gerade. Ich glaube, die haben Antworten gerade. Ich glaube dann, also wenn die jetzt nicht kommen, dann erschießt ich die erste Geisel. Wo sehe ich das? Das wird mitten auf dem Bildschirm angezeigt. Mitten auf dem Bildschirm bekommst du eine Nachricht. Was, Kollegen? Nein. Okay, jetzt wird geschrieben, wir hatten gerade einen Überfall. Wir müssen noch unsere Fahrzeuge, richtig, unser Helikopter hat Schaden bekommen. Wir müssen noch reparieren werden jetzt. Da. Oh, meine Fresse. Ich schreibe jetzt die 5 Minuten laufen. Also... Es tut mir leid, ein Heli ist schnell repariert. Hallo, es sind wie viel? 11 Polizisten online. Das kann jetzt sein, dass hier 11 Polizisten wegen einem Überfall da on Tour sind. Es sind nur noch 4 Minuten. Es setzt sich dir unter Druck. 5 Sunnies, yeah. Gute Arbeit. Dann tut es mir leider für den Kollegen leid, der nicht reden kann. Weil der stirbt dann. Weil der reden kann, ist für uns wichtiger. Ja, ja. Willst du den erst erschießen? Oh, scheiße. Klar, sonst reagieren die Polizisten ja nicht. Ja, ja, ja. Biete mir mal eine Zigarette an. Hier, Kollege, ich gebe dir meine Zigarette. Es könnte deine letzte sein. An deiner Stelle würde ich ja rauchen, weil wenn die Polizei nicht auftaucht, könnte es deine letzte sein.
Wer hat denn jetzt hier geredet? Okay. Was? Ach, du. Was gerade passiert? Nix, ich habe ihm eine Zigarette gegeben. Nein, ich meine, warum ist Skype abgekratzt? Keine Ahnung. Halt Skype. Ich hasse Skype, ich brauche mein TS. Was macht sein Kollege da? Wieso bewegt er sich? Das finde ich jetzt aber nicht gut. Und sag deinem Kollegen bitte, der soll stillstehen bleiben. Ich und Heli. Echt? Ja. Heli kommt, schreibt auch gerade. Okay. Wir sind ja schon eine Art Rebellen und eine Rebellenausbildung hier. Ich hab grad voll die Mega-Ruckler. Ja, der fliegt rüber oder was? Will er mich verarschen? Der sucht die Gegend ab. Spot-Heli oder was? Ist das ein Bulle? Ist ein Bullenten-Hubschrauber. Lol. Wie soll er parken und dann sein Heli da lassen? Ich beobachte den. Er landet viel zu weit weg. Nein. Der kommt näher. Okay, ich hab nichts gesagt. Der fliegt doch runter. Okay, bleib da stehen. Bleib da hocken. Spottet der die Gegend oder will der jetzt wirklich zu Geisel? Ich glaube, der will zu Geisel. Lol, okay. Ich hab grad einen Mega-Ruckler. FPS ist am Sturz. Hey, was macht der Heli? Will der mich verarschen? Ne, da fliegt er ran. Okay, gut. Boah, geil. Warte, ich will dem auch mal sehen. Ja, genau, für YouTube. Ah, da. Ich seh den, geil. Oh, das hat mir die 3 Minuten doch gewirkt, weil in 30 Sekunden hätten wir jetzt den ersten erschossen, gell? Ja. Okay, du hast Glück, der Heli ist da. Ich seh dir eine umgeworfene Person. Wieso fliegt der Heli weg? Das ist mein Heli. Oh, jetzt hatte ich auch gerade voll den FPS-Ruckler. Du sagst ihm jetzt, er soll alles berichten, was sein Freund hört. Du berichtest mir jetzt bitte alles, was dein Freund hört. Ja. Ja, ich weiß. Was soll er sagen? Die sind da. Er fragt. Okay. Du sagst ihm, da. Dass wir die 800.000 Fluchthelden innerhalb der nächsten hier auf dem Ölpost stehen. Ohne Polizei in der Nähe. Dann bringen wir euch zu einer bestimmten Stelle. Die wird dann den Kopf freigegeben. Danke. Schön. Hier redet einer im falschen Chat. Ich weiß, im Seite. Aber schön, dass wir den schon so früh auf das Feld geschickt haben. Da wissen wir nicht, wo der da hingeschickt wurde. Ja, cool, ich glaube, die können sich das denken, oder? Von der Hütte hier? Wieso? Es gibt ja auch noch ein paar andere Häuser und dann gibt es ja noch ein paar schöne, so coolen in der Erde. Mhm. Hat dein Kollege schon was gesagt? Weißt du, was richtig geil wäre? Von der Polizei eine richtig geile Aktion, wenn es dem jetzt eine Waffe geben würde. Ja. Das würde ich richtig feiern, auch wenn er mich erknallen würde. Ich würde es trotzdem feiern. Aber das wäre ja richtig geil gemacht. Er hat gesagt, sollen das Geld überweisen. Okay. Und wir wollen den Fluchtheli. Und wir wollen den Fluchtheli, denk dran. Am besten der Hummingbird. Soll ich schreiben, am besten Hummingbird oder so? Hummingbird ist geil. Kann ich gut fliegen. Die stehen da immer noch aneinander. Echt? Ja. Ich beobachte die, damit nichts passiert oder so, dass der nicht wegfahren mit dem Quad. Kann nicht überwiesen werden, nur per Hand, schreibt er gerade. Okay, dann sag, sie sollen das Geld der Geisel geben. Dann sag deinem Kollegen, die sollen das Geld ihm geben und uns dann, und er bringt uns das Geld dann später. Später, nicht sofort. Sie sollen erstmal. Es ist ein Sunny. Sie sollen ihm das Geld geben. Und vergesst nicht den Heli. Der Heli ist voll wichtig. Was ist denn Sani? Der Typ, mit dem er redet. Ja, anscheinend.
Er will wissen, wie viele Geiselnehmer wir sind. Ich schreibe jetzt 4. Wie viele Geiseln haben sie? 2. Und. Was schreibt er dir gerade, oder? 4, ja. 2. Bei. Den. Geil. Mein Gott, hat er Glück, ey. Ich hätte keinen Bock gehabt, den zu erschießen. 2. Ey, der Heli startet wieder, oder? Nein, der ist gar nicht gelandet. Den haben sie nur abgesetzt, den Typen. Ah. Ich von den Fenstern, wenn jetzt der Heli vorbeifliegt. Ich lasse hier einen Spot. Okay. Ach, das war eh ein anderer. Ah, okay. Nee, das war der gleiche. Okay. Er ist aber ein bisschen hochgeflogen. Die versuchen jetzt, die Sniper zu spotten, weil ich ja geschrieben habe, wir haben Sniper, verstehst du? Ja. War auch ein guter Schachzug, jetzt sind die davon ein bisschen abgelenkt. Er ist am Klären, dass der das Geld bekommt, hat er gerade geschrieben. Die sollen sich beeilen. Schreib ihm, die sollen sich bitte beeilen, weil sonst müssen wir dich leider erstmal erschießen. Wir haben vorhin schon gesagt, 5 Minuten haben sie Zeit. Die sind schon lange hoch. Bitte? Die sind schon lange hoch. Naja, schon leider erschießen. Wie lange sitzt hier an der Aufnahme, Alter? 37 Minuten. Aber ich schneide das ja eh zusammen, weil wir haben ja mittendrin so ewig lang gewartet. Ja. Ich habe schon voll viele Arma 3 Aufnahmen. Ja, kannst du 20 Minuten Parts hochladen. Oder wie groß wirst du nehmen? Ja, ich mache meistens so eine halbe Stunde. Ja, oder so. Oh, mein Charakter stöhnt so beschissen rum. Machst du eigentlich, Thumbnails viel? Da achte ich nicht so drauf, ich drücke einfach sofort auf das Video. Ja, die mache ich immer alles. Ich habe gesagt, 1 Minute 30 Sekunden werde ich getötet, wenn das Geld nicht da ist. Sehr gut. Diese Thumbnails mache ich alles selber. Rückmeldung für das Geld ist. Oder zumindest, wenn keine Rückmeldung für das Geld ist. Ich höre immer noch Heli. Ja, der kreist hier. Ihr habt doch gesagt, der versucht die Dings zu spotten. Die, weißt schon, die Sniper. Weil die haben Wärmebild. Also uns sehen sie nicht in dem Haus. Aber okay. Würden, wenn jemand im Busch liegt oder so, jemanden sehen, verstehst? Halt. Schnell. Bitte nicht reinsprechen. Ich hätte ein bisschen gefährlich, wenn ich am Fenster bin, deswegen sage ich ja auch immer weg von dem Fenster. Ja. Seht ihr hier die nicht? Das macht gerade ein bisschen stutzig. Ich glaube, der ist über dem Haus, oder? Ne, der landet gerade. Okay. Wer ist das? In dem Heli? Was ist das für ein Heli? 2 bewaffnete Personen steigen aus dem Heli aus. Echt? 4 bewaffnete Personen. Was? Hallo? What the fuck? Die überfallen unsere Geiseln! Nee. Frag mal Dennis, was da abgeht. Was geht denn da unten ab bei deinem Kollegen? Frag mal bitte schnell. Die werden überfallen von 6 Leuten, hat er gerade geschrieben. Okay, schieß, okay? Ja. Okay, wir schießen. Sind das keine Polizisten, oder? Nein, ich will nur, dass sie sich verpissen. Wo, hier schießt einer. Ja, ich schieß. Schieß nicht. Du darfst nicht so oft schießen, nur einmal, damit die den hellen Lichtblitz nicht sehen. Ja. Ja, sie verpissen sich. Okay, frag mal deinem Kollegen, ob es ihm gut geht, weil wir haben jetzt geschossen, dass sie sich verpissen. Wo ist die Polizei? Lauf! Die haben doch nur einen Medic abgesetzt. Wie geht's deinem Kollegen? Ja, was ist das denn? Die haben meinen Kollegen entführt. Nee! Ey, das ist unsere Geisel! Nee! Vorher mit drauf, helf mir, komm her. Warum ist denn der da mit drauf gegangen, ey? Wo ist denn der Heli? Vor mir. Weg von Fenster, die haben, sitzen auf den Seiten, da können sie runterschießen. Ich sehe den Heli nicht. Sie haben unsere Geisel. Okay, weil der Geisel hat eine Geisel. Das ist auch mal interessant. Ich feiere das gerade voll. Ja, wir zeigen jetzt bei der Polizei an wegen Geiselnahme. Aber wieso ist der da eingestiegen? Muss er ja wahrscheinlich.
Warum? Wenn sie gesamt gesagt, sonst töten sie ihn. Wahrscheinlich. Okay, das ist jetzt, ja, ein bisschen komisch gelaufen, sag mal so. WTF, was ist hier los, schreibt er gerade? Ich hab keine Ahnung. Ja, die gehören auf jeden Fall nicht zu uns. Das kann ich Ihnen garantieren. Ist ja noch ein Heli. Jetzt müssen die Cops kommen. Ich höre ein Heli. Ich würde voll feiern, wenn jetzt die Cops kommen würden. Wo sind die beiden Helis? Okay, landet er hier? Sie schreiben jetzt der Polizei, dass ihre Partnergeisel von anderen Geiseln entführt wurde. So scheiße, wie es klingt, Alter. Ist er hier gelandet, der andere Heli? Okay, jetzt bin ich irgendwie als Rache auf die aus, oder? Was wollen wir jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir ziehen die Geisel mit einer Geisel weiter durch, oder wir verbünden uns mit der Polizei, was jetzt gehen würde, und um die anderen Geiseln dann mal aus, sagen wir so, dass wir, wir sagen so einfach, das sind unsere lang verfeindeten Feinde, wir würden uns dann festnehmen lassen. Aber vorher würden wir gerne Rache mit der Polizei suchen. Ja, genau. Die anderen haben meinen Kollegen und den Sunny entführt. Oh, die haben beide. Den Sunny, ach, das.